False Flag-Ereignisse sind verdeckte Operationen, normalerweise von Regierungen und Organisationen ausgeführt, um es so erscheinen zu lassen, als wären sie von jemand anderem durchgeführt worden. Als Israel beispielsweise das Kriegsschiff der US-Marine USS Liberty angriff, um es Ägypten in die Schuhe zu schieben. Oder als die USS Maine angegriffen wurde, um es dem damals unter spanischer Krone stehenden Kuba anzulasten. False Flags werden verstörend häufig und wirksam durch die Verwendung der Hegelschen Dialektik angewandt. H.L. Mencken schrieb: Das ganze Ziel der angewandten Politik ist es, durch die Bedrohung einer endlosen Reihe von fiktiven, nicht authentischen Unholden die Bevölkerung in Unruhe zu halten und daher nach Sicherheit schreien zu lassen. Zitat Ende. Richard Falk oder Richard Falk schrieb in Das neue Pearl Harbor: Es gibt in dieser Zeit keine Ausrede für eine politische Unschuldshaltung, einschließlich einer hingenommenen Annahme, dass die Regierung schon in gutem Glauben handeln wird. Es gibt schließlich eine lange Geschichte von der Manipulation der öffentlichen Meinung in Sachen Krieg und Frieden. Historiker sind sich zunehmend einig, dass erstens bei der Explosion der USS Maine, um den spanisch-amerikanischen Krieg vom Zaun zu brechen, zweitens bezüglich des japanischen Angriffs auf Pearl Harbor, um den vorher unbeliebten Eintritt in den Zweiten Weltkrieg zu rechtfertigen, drittens beim Golf von Tonkin-Vorfall im Jahr 1964, welcher vom Weißen Haus in Washington dazu benutzt wurde, um eine dramatische Ausweitung des Vietnamkrieges auf Nordvietnam zu rechtfertigen. Und viertens der Irak, unter Saddam Hussein dargestellt wurde, ein bedrohliches Arsenal an Massenvernichtungswaffen zu besitzen, um entgegen internationalen Rechts und den UN den Krieg gegen dieses Land durchzusetzen. Die Tatsachen manipuliert wurden. Zitat Ende. Eine von den Herrschenden verwendete Methode, um ihre Agenda der neuen Weltordnung durchzusetzen, ist die als Problem, Reaktion, Lösung oder die Hegelsche Dialektik des deutschen Philosophen Hegel bekannt. Paul Joseph Watson schrieb in Ordnung aus dem Chaos heraus: Hegel behauptete, dass jede spirituelle, intellektuelle und historische Entwicklung, ob negativ oder positiv, das Ergebnis von zwei gegensätzlichen Idealen ist. These steht im Widerspruch zu Antithese und dies erzeugt Synthese. Die moderne Anwendung dieser Dialektik wird von der herrschenden Elite benutzt, um ein Gruppendenken bei der breiten Mehrheit zu erzeugen, was ihnen ermöglicht, ohne Widerstand ihre Agenda weiter durchzusetzen. Um es einfach zu sagen, es ist Gehirnwäsche. In der Vergangenheit wurde die Dialektik dazu verwendet, um Krieg zu erzeugen. Die NSDAP und die Bolschewiken wurden beide von den weltweit Herrschenden finanziell unterstützt. Diese beiden späteren Staatsmächte wurden dann aufeinander gehetzt, um das Chaos des Zweiten Weltkriegs zu schüren. Der von den heutigen Forschern weithin verwendete Begriff ist Problem, Reaktion, Lösung. Und die Taktik wird hauptsächlich dazu verwendet, die Bevölkerung zu unterdrücken, den Polizeistaat voranzubringen und die geopolitischen Ziele der neuen Weltordnung durchzusetzen. Zitat Ende. Zuerst wird ein Problem geschaffen und gestaltet, um eine bestimmte Reaktion der Bevölkerung hervorzurufen. Dann verlangen die Leute, dass irgendetwas mit dem Problem passiert und sind bereit, die vorher geplante NWO-Lösung zu akzeptieren. Eine Lösung, die stets Maßnahmen oder eine Gesetzgebung beinhaltet, welche unter normalen Umständen niemals hätte durchgesetzt werden können. Nochmal Paul Joseph Watson. Es funktioniert wie folgt. Die manipulierende Seite schafft verdeckt ein Problem und lässt dann die Medien unaufhörlich die Aufmerksamkeit darauf richten, ohne eine Lösung zu bieten. Man muss sich vergegenwärtigen, dass man eigentlich nur die Spitze der Medienpyramide kontrollieren muss. Bei der meisten Berichterstattung wird das wiedergekaut, was die großen Zeitungen und Fernsehsender berichten. Das Problem kann alles sein: ein Krieg, ein finanzieller Zusammenbruch, ein Ausbruch von Kindesentführung oder ein terroristischer Angriff. Die Macht der Medien kann die falsche Vorstellung erzeugen, dass ein großes Problem existiert, selbst wenn es keins gibt. Wenn einmal dieses Problem geschaffen wurde, stellt man sicher, dass eine Person, eine Gruppe oder eine Gesinnung beschuldigt wird. Dies veranlasst dann die Bevölkerung, sich hinter einem verzweifelten Verlangen nach einer Lösung des Problems zu versammeln. Irgendetwas muss passieren, schreien sie dann einhellig. Die Leute, welche dieses Problem überhaupt erst geschaffen haben, kommen dann und bieten die Lösung, welche die Bevölkerung verlangt. Man muss bedenken, dass die nach einer Lösung schreienden Menschen nicht wissen, dass dieses Problem überhaupt erst künstlich geschaffen wurde. Die Lösung ist dann jedes Mal eine weitere Einschränkung der Freiheit und ein Fortschreiten von einem oder mehrerer Punkte der Agenda der neuen Weltordnung, ob dies geopolitische Interessen, neue Gesetze oder die Umsetzung von neuen gesellschaftlichen Anschauungen sein mögen. Zitat Ende. Alex Jones schrieb in 9/11, Abstieg in die Tyrannei: Die Hegelsche Dialektik von Problem, Reaktion, Lösung
Greife dich selbst an, beschuldige deine Feinde und erzähle der Bevölkerung, dass du sie beschützen kannst, wenn sie ihre Freiheiten aufgeben. Der Begriff Hegelsche Dialektik kann viele Bedeutungen haben. Der deutsche Philosoph Friedrich Hegel war bekannt für seine Theorien von der Dialektik. Aber die Hegelsche Dialektik, von der Kollega spricht, hat nur bedingt etwas mit Hegels Philosophie zu tun. Also es hat was damit zu tun, sonst gäbe es den Begriff nicht, aber es wurde nicht eins zu eins so von Hegel erdacht. Der Begriff Hegelsche Dialektik, so wie Kollega ihn versteht, wurde von bestimmten Beobachtern erfunden, um eine Strategie zu beschreiben, mit der Regierungen Menschen von Maßnahmen überzeugen, die sich letztendlich zu ihrem Nachteil auswirken, seien es Kriege, Überwachung, neue Gesetze und so weiter. Also eine Propagandataktik, um Menschen zu manipulieren. Es war aber nicht so, dass der Philosoph Hegel gesagt hat, das ist meine Strategie, wie man die Menschen am besten manipuliert, bitte macht das so, liebe Regierung. Für den Philosophen Hegel war die Dialektik einfach ein Prozess, der sich beim Denken einstellt. Das Denken läuft laut Hegels Philosophie immer durch einen Konflikt zwischen These und Antithese ab. Die These ist eine Feststellung über die Realität und der Widerspruch zu ihr ist die Antithese. Und aus These und Antithese entsteht dann die Synthese, das heißt eine Art Schluss, den man aus These und Antithese zieht. Und zu der Synthese gibt es dann wieder eine Antithese und dann daraus wieder eine Synthese und so erschließt man sich durch das Denken allmählich alle Zusammenhänge. Ziemlich komplexes Zeug, über das ich mir jetzt kein endgültiges Urteil erlauben will, doch auch als Laie weiß man, dass Hegel jetzt nicht gerade der freiheitlichste Philosoph war und damit auch in vielerlei Hinsicht daneben lag. Hegel war ein Philosoph, der den Staat höher geschätzt hat als das Individuum und sich damit auch nicht gerade positiv auf die Philosophen nach ihm ausgewirkt hat. Unter anderem war ja Karl Marx sein Schüler. Das heißt aber nicht, dass Hegel jetzt selbst ein abgrundtief böser Mensch gewesen sein muss. Letztendlich war er nur ein Philosoph und man muss ihm jetzt nicht die Schuld dafür geben, dass manche seiner Ideen in die Tat umgesetzt wurden. Der Begriff Hegelsche Dialektik, so wie Kollega ihn versteht, hat jetzt nichts mit einer Handlungsempfehlung zu tun, die Hegel ausgesprochen hat, damit der Staat endlich die Menschen besser kontrollieren kann. Die Hegelsche Dialektik ist eine Taktik, der man auch alle möglichen anderen Namen geben könnte. Es ist auch nicht so, dass sich in der Machtelite jemals jemand ausdrücklich zur Hegelschen Dialektik bekannt hätte. Es ist mehr so ein Begriff wie Kulturmarxismus, der ja auch nicht von den Leuten stammt, die als Kulturmarxisten bezeichnet werden, sondern der von ihren Gegnern erdacht wurde, weil er genau deren Verhalten und Weltbild beschreibt. Woher der Begriff in Bezug auf diese Strategie ursprünglich stammt, weiß ich eigentlich selber nicht. Ich würde mal auf den Historiker Anthony C. Sutton tippen, der 1980 in seiner Untersuchung über den Geheimorden Skull and Bones geschrieben hat, dass die Illuminaten Hegels Philosophie verwendeten, um individuelle Freiheiten einzuschränken. Bei der Hegelschen Dialektik geht es darum, diesen Denkprozess, den Hegel beschreibt, zu manipulieren und den Konflikt zwischen These und Antithese zu steuern. Es geht einfach darum, bei den Menschen ein bestimmtes Denkmuster zu erzeugen. Der Begriff Hegelsche Dialektik hat sich so etabliert, aber es wäre vielleicht auch besser, Hegel da komplett rauszulassen und stattdessen von Problem, Reaktion, Lösung zu sprechen. Bei dem Prinzip Problem, Reaktion, Lösung geht es darum, dass die Herrschenden sich einen Plan für die Zukunft vornehmen und dann überlegen, wie sie die Öffentlichkeit am besten überzeugen können. Zum Beispiel, wenn die Herrschenden einen Krieg beginnen wollen. Wenn sie den Leuten einfach sagen würden, sie beginnen jetzt aus Lust und Laune einen Krieg, würde es eine Menge Aufruhr und Wut in der Bevölkerung geben. Das wäre nicht so einfach hinnehmbar. Deshalb müssen sie ein künstliches Problem erschaffen und den Krieg als Lösung für dieses Problem anbieten. Das war im 20. Jahrhundert bisher bei fast allen Kriegen der Fall und das künstliche Problem war auch fast immer eine Attacke unter falscher Flagge des kommenden Kriegsgegners. Lusitania, Reichstagsbrand, Pearl Harbor, Golf von Tonkin, 9/11. Die Reaktion auf das Problem Attacke unter falscher Flagge kann man ja ungefähr im Voraus einschätzen. Es wird zu Verwirrung und Angst kommen. Deswegen Problem, Reaktion, Lösung. Im Falle des Irak- und Afghanistan-Krieges war das erschaffene Problem ganz offensichtlich die Anschläge vom 11. September. George W. Bush hätte keinerlei Argument dafür gehabt, diese Länder anzugreifen, wenn es nicht zu diesen Anschlägen gekommen wäre. Selbstverständlich hat jeder, der glaubt, die amerikanische Regierung
Regierung hätte nichts mit den Anschlägen zu tun gehabt, die Kontrolle über sein Leben verloren. Also die US-Regierung kannte die Lösung Krieg schon vorher, erschuf das Problem Terroranschläge und konnte durch die Reaktion, das heißt Angst und Verwirrung, ihre Kriege rechtfertigen. Das amerikanische Volk durchschaute nicht, dass es die Lösung, zwei Kriege, ohne das Problem Terroranschlag niemals akzeptiert hätte. Problem, Reaktion, Lösung. Man kann die Hegelsche Dialektik auch im viel größeren Stil anwenden. Ein geschaffenes Problem war zum Beispiel die Sowjetunion, die nur durch Unterstützung durch westliche Technologie am Leben erhalten werden konnte. Die Reaktion der Menschen war die Angst vor dem Kommunismus und einem atomaren Angriff der Sowjets. Die amerikanische Regierung nutzte die entstandene Angst dann als Argument, um sich auf der ganzen Welt militärisch auszubreiten und ein neues Kolonialreich zu errichten. Das amerikanische Volk hätte die Lösung, also militärischer Expansionismus und Aufbau von US-Militärbasen auf der ganzen Welt, ohne das Problem Sowjetunion, niemals akzeptiert. Oder bei den Finanzen funktioniert es auch. Ein geschaffenes Problem ist zum Beispiel die Euro-Krise. Die Reaktion der Bevölkerung ist die Angst vor dem Werteverlust ihrer Ersparnisse. Die Europäische Union bietet als Lösung, um der Finanzkrise Herr zu werden, eine noch größere Europäische Union mit noch mehr Machtbefugnissen an. Ohne das Problem Euro-Krise würde die Lösung, ein europäischer Superstaat, niemals akzeptiert werden. Also nochmal das vereinfachte Prinzip. Die Reaktion ist meistens Angst und Verwirrung, denn eine Krise ist immer zu gewissen Teilen eine Existenzbedrohung und da die Krise oft überraschend einsetzt, sind die Menschen häufig von ihr verwirrt. Das künstliche Problem ist eine Bankenkrise und als Lösung des Problems bietet man eine Weltwährung oder gar eine Weltregierung an. Das künstliche Problem ist ein Terroranschlag, als Lösung bietet man Krieg und Überwachung an. Wie sollte man auch sonst dem Volk Krieg und Überwachung anbieten? Es gibt da ja fast nur die Möglichkeit einer künstlichen Krise oder des Herbeiredens einer Gefahr. Es einfach zu machen, ohne sich dafür in irgendeiner Form zu rechtfertigen, das würde sich wahrscheinlich nicht mal Kim Jong-un getrauen. Und als letztes Beispiel, das künstliche Problem ist der Klimawandel. Als Lösung bietet man weniger Menschen, also eine Reduzierung der Weltbevölkerung an, damit nicht mehr so viel CO2 ausgestoßen wird. Bei dem Problem aus Problem, Reaktion, Lösung, finde ich, muss man zwischen zwei Arten von Problemen unterscheiden. Nämlich ein künstlich geschaffenes Problem, das jedoch sehr wohl existent ist, und auf der anderen Seite ein komplett erfundenes Problem. Der 11. September war definitiv ein künstlich geschaffenes, reales Problem, denn niemand würde leugnen, dass da wirklich 3000 Menschen gestorben sind. Die Bankenkrise ist auch ein sehr reales Problem, da unser Geld wirklich von Jahr zu Jahr an Wert verliert und wir auf einen Crash zusteuern. Dagegen ist zum Beispiel die vermeintliche Klimaerwärmung durch menschliches CO2 ein komplett erfundenes Problem. Dieses Problem existiert gar nicht, man hat es sich einfach nur ausgedacht und die Leute davon überzeugt. Genauso scheint es sich bei so manchen vermeintlichen Terrorakten zu verhalten, bei denen man sehr stark vermuten muss, dass da in Wahrheit überhaupt nichts passiert ist. Also die Reaktion ist zwar identisch, Angst und Verwirrung, aber man muss nicht immer ein Problem erschaffen, man kann es auch einfach erfinden. Nur mal zwei Zitate zum Prinzip Problem, Reaktion, Lösung von Leuten, die genau wissen sollten, wovon sie sprechen. Josef Goebbels sagte zum Beispiel in seiner Gefängniszelle: Natürlich, das einfache Volk will keinen Krieg, aber schließlich sind es die Führer eines Landes, die die Politik bestimmen und es ist immer leicht, das Volk zum Mitmachen zu bringen, ob es sich nun um eine Demokratie, eine faschistische Diktatur, um ein Parlament oder eine kommunistische Diktatur handelt. Das ist ganz einfach. Man braucht nichts zu tun, als dem Volk zu sagen, es würde angegriffen und den Pazifisten ihren Mangel an Patriotismus vorzuwerfen und zu behaupten, sie brächten das Land in Gefahr. Diese Methode funktioniert in jedem Land. Hier Wolfgang Schäuble in der New York Times über die Europäische Union. Wir können eine politische Union nur erreichen, wenn wir eine Krise haben. Also aufgepasst, diese Phrase, wir sehen die Krise als Chance, ist meistens ein versteckter Hinweis auf die Hegelsche Dialektik. Zu der psychologischen Kriegsführung gegen die eigene Bevölkerung gehört auch meistens der Appell an die Moral. Also wer den Krieg nicht unterstützt, ist unpatriotisch, wer die erhöhten Steuern nicht akzeptiert, ist einfach nur geizig und wer mit der unkontrollierten Zuwanderung ein Problem hat, der ist eben rechtsradikal. Dazu kommt noch eine geschickte Begriffswahl, um die Bevölkerung von Maßnahmen zu überzeugen. Der Krieg ist dann zum Beispiel eine Anti-Terror-Mission und das Verschenken von Steuergeld ist ein Rettungspaket. Übrigens jetzt auch schön zu sehen, wie die Bevölkerung sich freut, wenn sie an Silvester von der Polizei umzingelt wird. Erst wurde das Problem gewalttätige Ausländer erschaffen und jetzt bietet man uns die Lösung mehr Polizei an.
Die künstliche Erzeugung des Arguments für tyrannische Maßnahmen ist nur ein Aspekt der Hegelschen Dialektik. Was teilweise noch verheerender ist, ist die Auswirkung des erzeugten Problems, vorausgesetzt es handelt sich um ein echtes Problem. Also natürlich werden durch die Finanzkrise die Menschen ärmer und durch den 11. September sind 3000 Menschen gestorben. Das heißt, das Problem wird gleichzeitig dazu genutzt, um den Untertanen zu schaden. Und da sie ständig mit den erzeugten Problemen zu kämpfen haben, haben sie kaum Zeit darüber nachzudenken, wie diese Probleme eigentlich entstanden sind. Und in diesem Zustand kann man ihnen gleich die nächste Lösung anbieten, die zu noch mehr Problemen führen wird. So erschafft man eine Bevölkerung, die durch die ständigen Krisen ihre Fähigkeit zum selbstständigen Denken verliert. Man kreiert Chaos, darauf tut man so, als hätte man mit diesem Chaos nichts zu tun und bietet eine Lösung für dieses Chaos an, immer und immer wieder. Daher auch das freimaurerische Motto Ordo ab Chao, die Ordnung aus dem Chaos. Durch die künstliche Erzeugung von Krisen ist es erst möglich, die Menschen von Tyrannei zu überzeugen. Unter anderem aufgrund dieser Strategie fühlt sich die Durchschnittsbevölkerung im Westen weit weg von einem Unrechtsregime wie Nordkorea oder Hitler-Deutschland und glaubt alle Maßnahmen der Regierung wie Klimagesetze, Antiterroreinsätze oder Bankenrettung wären zu ihrem Besten. Hier werden nie einfach Unschuldige in Konzentrationslager gesperrt werden. Das wäre viel zu plump und es war meistens auch schon früher viel zu plump. Man muss immer Krisen erzeugen, um die Bevölkerung in eine prekäre Situation zu bringen. Daraufhin tut die Regierung wieder so, als hätte sie mit den Krisen nichts zu tun und bietet dann Lösungen für die Krisen, die die Mehrheit der Bevölkerung aus Verzweiflung annimmt, obwohl sie ihren Zustand dadurch nicht verbessert, sondern eher verschlimmert.